Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zurück zu Gran Turismo Sport und heute fahren wir für unser Land. Ich habe mal ein Nations Cup Rennen zwischendrin aufgerufen und zwar geht's nach Kroatien auf dem Dragon Trail Variante Küste und wir sind mit unserem Gruppe 4 Fahrzeug, dem BMW M4 unterwegs und haben mit einer 1:48.762 im Qualifying zumindest mal eine Startposition 3 rausgefahren. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Da wäre auch noch mehr Luft nach oben gewesen. Leider haben zwei Patzer dazu geführt, dass ich meinen schönen Wagen ins Kiesbett gesetzt habe. Aber es hat immerhin für einen Treppchen Startplatz gereicht. Das wird ein vollwertiges Rennen hier werden mit Reifenverschleiß, mit Tankstopp. Deswegen bin ich mal gespart. Ja, nicht nur gespart, sondern bin sogar gespannt, was das hier für ein Rennen wird. In wenigen Sekunden geht es los. Wir schauen uns das Fahrerfeld an und dann hoffen wir einfach mal das Beste. In den letzten Rennen bin ich immer ein paar schnellere Fahrzeuge gefahren, deswegen gerade so ein bisschen ungewohnt mit einem in Anführungsstrichen langsamen bzw. langsameren Gruppe 4 Fahrzeug unterwegs zu sein, aber auch mal ganz angenehm. Was einfach das alles Entscheidende ist, wir dürfen mit unserem heckangetriebenen BMW einfach nicht in den Dreck kommen. Einmal in der Kurvenausfahrt in den Dreck, das Fahrzeug dreht es und dann hat sich das Thema auch schon erledigt. Aber jetzt hoffen wir mal nicht das Schlechteste, sondern das Beste. Ich freue mich auf dieses Rennen. Die Strecke liegt mir auch relativ gut. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Mittlerweile immer mehr sehr kreative Lackierungen am Start. Ein paar ist es auch vollkommen egal. Die nehmen einfach die Standardlackierungen. Zeittechnisch gesehen auch das Cleverste. Hübsch sind sie trotzdem, die Autos. Es gibt tatsächlich gerade auf dem Markt kein Rennspiel, was so enorm detaillierte Fahrzeuge hat wie GT Sport. Ja, Assetto Corsa, Project Cars 2 und Co. sehen auch wirklich sehr hübsch aus. Aber so detailliert, ich habe mir mal das ein oder andere Vergleichsvideo angeschaut, wie die Fahrzeuge GT Sport, ist tatsächlich kein zweites. Die Frage ist, macht es einen Unterschied? Natürlich nicht. Sie sehen alle fantastisch aus. Aber irgendwas muss ich ja erzählen. Gut. Ich bin ja dann auch mal ganz froh, wenn ich mal eine Strecke habe, die mir ganz gut liegt, wo ich auch die Brems-, Einlenkpunkte etc. relativ gut auf dem Schirm habe. Oh, und das sieht man ja auch ganz selten, einen McLaren 650S. Schön, dass sich auch mal jemand an eine der nicht so typischen Marken rantraut. Und wir schauen mal, das Rennen geht gleich los. Der Autopilot ist noch auf den ersten Metern zuständig. 12 Runden haben wir vor uns. Ist immer wieder wundervoll, hier mitten im Begrenzer rausgeworfen zu werden. Die beiden da vorne sind gefühlt einen kleinen Tick besser losgekommen. Hinter mir ist auch einiges los, aber wir schauen uns jetzt nach vorne, konzentrieren uns. Und schauen, dass wir die 12 Runden hier gebacken kriegen. Wie gesagt, zwischendrin werden wir mal neue Schlappen aufziehen und den Tank ein bisschen füllen müssen. Aber das ist einkalkuliert, alles kein Thema. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns hier ein bisschen Luft verschaffen. Da bin ich nicht ganz so sauber, nicht ganz so schnell jetzt durchgekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir müssen gucken, dass wir uns jetzt hier ein bisschen Luft verschaffen. So, die Kurve schon mal überleben. Nennen wir die Kurve den Hecktriebler-Töter. Der hat mich nämlich definitiv schon den einen oder anderen Dreher gekostet und definitiv auch nicht nur mich. Ja, die beiden da vorne sind tatsächlich ganz gut unterwegs. Ich halte hier ehrlich gesagt ein bisschen den Verkehr auf, sehe ich gerade. Solange ich die Jungs da hinter mir einigermaßen im Schach halten kann, ist alles gut. Jetzt gucken wir, dass wir hier durch die Schikane des Todes durchkommen. Und alles wird gut. Das klappt mittlerweile ganz fluffig. Mit einem Gruppe 4 Fahrzeug bremse ich hier sogar nicht mal mehr. Sondern lasse mich einfach geschwind durchrollen. Und das hat ganz gut geklappt.
Gut. Also die beiden da vorne sind wirklich flott. Nicht ohne Grund auf Platz 1 und 2. Hinter mir lauert aber auch die Gefahr. Aber wenn wir das Ding jetzt hier einfach so weiterschaukeln, könnte das was werden mit dem Edelmetall. So, hier, den muss ich schön erwischen. Dann kommt man nämlich hier umso schneller raus. Das hat ganz gut funktioniert. Okay, alles klar. Einfach ruhig bleiben und so weitermachen. Und alles wird gut. Der BMW M4 hier hat ja unglaubliche 7 Gänge. Die hier sicherlich in der Standardversion auch nicht für jede Strecke optimal übersetzt sind. Trotzdem beeindruckend. Na, ein bisschen ganz leicht die Mauer touchiert, aber ging noch. Die Jungs da vorne sind echt schnell, fahren richtig sauberes Rennen. Chapeau. Und hier schön spitz reinkommt, dass man hier nämlich schön rausbeschleunigen kann. Da geht es ein bisschen den Hügel hoch, da kämpft das Auto ein bisschen. Aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, so kann es weitergehen. Das fühlt sich relativ fluffig an. Auch die Kurve hier, die erste Kurve, die wir gerade hinter uns haben, kriege ich langsam ein bisschen besseres Gespür für den Brems- und Einlenkpunkt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich wollte gerade sagen, so schnell kann es gehen. Da hat es den Zweitplatzierten erwischt. Bei mir war es jetzt aber auch gerade eine enge Geschichte. Nicht optimal eingelenkt. Oh, da kommt jetzt rechts. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ja, leck mich am Arsch. Chapeau, gut gemacht. Mit dir habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ich habe in der Schikane des Todes ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Und das konnte Ragger Ed hier aus den Niederlanden gekonnt ausnutzen. Nee, war absolut verdient. Verdienter Platzwechsel für ihn. Nur leider auf unsere Kosten. Wir beide leicht in den Dreck gekommen. Und das Spiel ist hier immer sehr, sehr großzügig, was die Strafenverteilung angeht an der Stelle. Da darf man wirklich nicht zu weit in den Schmutz kommen.
In dem Fall bin ich jetzt mal ein bisschen besser durchgekommen als er. Da bin ich jetzt sehr früh auf die Bremse, ja. Weil ich ihn natürlich auch nicht abschießen wollte. Das hat er in der letzten Runde ein bisschen cleverer gemacht, ist deutlich aggressiver gefahren und konnte sich damit den zweiten Platz erfahren. Hinter uns ist erstmal eine Menge Luft. Und der erstplatzierte JS Hit aus Belgien scheint hier gerade wirklich unschlagbar unterwegs zu sein. Vielleicht können wir ja Reggae da ein bisschen nervös machen. Die Taktik hat sich schon öfters ausbezahlt. Weiß schließlich, wie das ist, wenn man jemanden im Nacken hat und merkt, er kommt langsam näher. Gibt angenehmere Gefühle. Ja, das ist uns doch mal gut gelungen. Da hat er sehr früh gebremst. Schöne Sache, zumindest für uns. Läuft. Oh, da hat er aber richtig Zeit verloren anscheinend. Okay, die eine Runde fahren wir jetzt noch. Und dann geht's ran an die Box mit vollem Tank und frischen Reifen wieder raus. Aber im Moment haben wir so schön viel Luft, dass ich hier auf jeden Fall versuche, jetzt noch ein bisschen Zeit rauszufahren. Das Auto fühlt sich auch noch relativ gut an. Und dann freue ich mich auf frische Reifen, dann kann es eigentlich nur besser werden. Ja, und der Erstplatzierte, unser Belgier, dreht da ganz entspannt sein Rennen mit über 9 Sekunden Vorsprung. Respekt. Da fährt einer das Rennen seines Lebens. Oder hat einfach heute mal schlechte Gegner erwischt. Ich allen voran. Ja, das war Risiko. Da bin ich sehr spitz rangefahren. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, rein in die Box. Harte Reifen, wir haben auch keine andere Wahl. Ja gut, dann werden wir relativ lange hier stehen, weil wir doch den Tank ziemlich voll machen müssen. Aber das kriegen wir hin. So Jungs, pumpt rein. Und go. Alles klar, das hat uns jetzt erstmal auf Platz Nummer 8 zurückkatapultiert. Platz Nummer 6, okay. 7. Aber egal, die anderen Jungs müssen auch noch an die Box. Von dem her, da geht noch was. Die letzten 5 Runden werden jetzt entscheidend. Aber die Reifen sind frisch. Das fühlt sich schon mal sehr gut an.
das Feld, auch wenn man mal rechts oben aufs Radar guckt, wirklich relativ weit über die Strecke verteilt. Da gibt es deutliche Performanceunterschiede. Gut. Fahrer 79 fährt in die Box. Oh, Position Nummer 2. Na, siehst du mal, so schnell geht's auch wieder. Die ganzen Kameraden relativ spät in die Box gefahren, auf den letzten Tropfen. Und wir sind wieder da, wo wir hingehören, hätte ich beinahe gesagt. Okay, habe mich so sehr gefreut, dass ich hier komplett verbremst habe, Idiot. Und wir sehen wieder den Erstplatzierten. Also anscheinend habe ich jetzt tatsächlich ein paar richtig gute Runden hingelegt. Er scheint hier irgendwo massiv Zeit verloren zu haben. Aber ich denke trotzdem, er wird das Ding hier ganz entspannt nach Hause schaukeln. Er hat wirklich bisher hier ein ganz hervorragendes Rennen hingelegt. Wir haben mächtig Luft nach hinten. Also jetzt schön konzentriert bleiben. Und dann fahren wir das Ding nach Hause. Ja, es ist schon sehr schnell. Ne? Er nimmt jetzt schon wieder, baut jetzt hier schon wieder einen Abstand auf. Echt Respekt. Legt hier wirklich ein Mörderrennen hin. Da habe ich mich ein bisschen verbremst. Echt in der Schikane des Todes entscheiden echt Millimeter über Sieg oder Niederlage. Ganz, ganz gefährliche Ecke. Ansonsten ist das hier eine sehr angenehme Strecke. Aber JS Hit fährt hier echt ein gigantisches Rennen. Wirklich beeindruckend. Ich habe schon mal gesagt, bei solchen Fahrern lohnt es sich wirklich mal, das Replay zu speichern und sich mal genau anzugucken, was die Kameraden da leisten. Was die eigentlich anders machen als man selbst. Oh, jetzt bin ich leicht drüber gekommen. Da fängt man sich mal ganz schnell hier eine Zeitstrafe ein, ohne es böse gemeint zu haben. Aber Glück gehabt. Das ging gerade noch. Der Drittplatzierte mittlerweile über 7 Sekunden hinter mir. Und der Abstand zu Platz Nummer 1 zumindest schon mal unter 5 Sekunden gefallen. Ich bilde mir nicht ein, dass ich hier noch cache, aber trotzdem schönes, sauberes Rennen bisher. Hubschrauber hier verwirrt mich immer ein bisschen. Ich wundere mich plötzlich immer, warum ich links oder rechts neben mir Sound habe. Das ist doch gar kein Auto. Auch eine sehr wackelige Angelegenheit, wenn man hier über die Curbs der Schikane des Todes paced. Und JS Hit wird langsamer. Geht wahrscheinlich einfach kein unnötiges Risiko ein. Soll ich mir eine Scheibe von abschneiden? Genau, jetzt bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen. Denn wäre ich da mit dem hinteren Reifen in den Dreck geraten, dann wäre es um mich geschehen gewesen. Nach hinten haben wir mehr als dicke Platz, fast 12 Sekunden. Schön, wenn man sich dann hier in so einen gewissen Flow reingefahren hat und einfach genau weiß, wie man die Kurven anzufahren hat. Da muss man nur noch konzentriert bleiben und alles wird gut.
und hoffen, dass der Gegner vor einem in der Schikane hängen bleibt. Aber dafür fährt er, glaube ich, bisher wirklich ein viel zu sauberes Rennen, als dass wir darauf hoffen brauchen. Eher gucken, dass wir da nicht hängen bleiben. Und selbst das würde uns wahrscheinlich nicht schaden, mit über 11 Sekunden Vorsprung vor Platz Nummer 3. Aber zumindest sehen wir ihn noch. Es gab mal eine Zeit lang, da war er wirklich so weit weg, da konnte ich nicht mal mehr seinen Schatten erahnen. Okay, da bin ich jetzt nicht ganz sauber rausgekommen, ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Aber gut, 2 Runden haben wir noch. Und im Moment könnte es schlechter laufen. Sollte es aber nicht. Oh, da scheint der kleine Patzer gemacht zu haben. Wird langsam einen kleinen Tick langsamer, aber alles noch im grünen Bereich für ihn. Ich glaube, das Ding fährt da ganz entspannt nach Hause. Ich merke langsam, dass die Reifen dann doch deutlich spürbar nachlassen. Aber noch alles, vielleicht nicht im grünen, aber zumindest im gelben Bereich. Deswegen müssen wir jetzt hier in der Schikane auch ein bisschen Acht geben und nicht mehr Risiko eingehen, als unbedingt sein muss. Aber das läuft mittlerweile ganz fluffig. Angst macht sie uns nicht mehr. Aber einen gesunden Respekt sollten wir weiterhin haben. Ja, Mensch. JS Hit, Respekt. Du fährst hier wirklich ein großartig sauberes Rennen. Hat auch wieder 5 Sekunden Abstand. Also jetzt hier nochmal eine richtig saubere Runde hingelegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Die aktuell schnellste Runde von unserem Freund aus Belgien mit einer 1:46.640. Ja, das fährt das schön nach Hause, das Ding. Respekt, Sieg verdient. Aber auch ich bin echt stolz auf dieses wirklich überaus saubere Rennen mit einem zweiten Platz, der sich, glaube ich, durchaus sehen lassen kann. Freut mich. Freut mich. Jetzt wünsche ich mir, dass ich auf einigen anderen Strecken auch noch so fit werde. Den Dragon Trail sind wir dann jetzt doch schon einige Male gefahren. Aber das war wirklich ein schönes Rennen. Das hat Spaß gemacht. Und ich glaube, mit dem zweiten Platz können wir wirklich mehr als zufrieden sein. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch zufrieden. Wenn ja, zeigt es dem YouTuber mit einem Däumchen nach oben unter dem Video. Ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare. Und ich werde jetzt zufrieden ins Bett gehen. Ist das nicht toll? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Tschüss!